Volkswagen. Frau Atterlei, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier auf der IFA. Moin. Sie haben ja hier schon Autogramme fleißig gegeben und so weiter. Haben Sie sich auch mal ein bisschen umgeschaut? Kommen Sie dazu? Noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe mir hier die ARD-Halle angeschaut, die finde ich schon mal sehr schick und werde jetzt so langsam mich vorarbeiten durch die anderen Hallen. Habe schon viel gelesen im Vorfeld und bin sehr gespannt, was mich so erwartet. Was interessiert Sie denn hier auf der IFA? Also ich finde natürlich bedingt irgendwie der Job die ganze Fernsehwelt spannend. Ja, was gibt es da an neuen Geräten, was gibt es da an vernetzten Geräten? 3D-Printer finde ich irgendwie spannend, so einen Teil habe ich noch nie gesehen, das werde ich mir mal angucken. Also auf einer Messe ist aber auch gerade diese Inspiration gut, dieses Rumlaufen und Schauen, was erwartet mich da, und das werde ich gleich machen. Man wird ja erschlagen hier von Informationen und so weiter und natürlich auch auf dem Nachrichtenmarkt. Sie müssen ja immer gucken, dass Sie irgendwie up to date bleiben als Tagesthemen-Moderatorin. Wie machen Sie das bei der ganzen Flut an Social Media, Tweets und Facebook-Geschichten und so? Wie halten Sie sich persönlich auf dem Laufenden? Jetzt gerade war es ganz praktisch. Ich habe ein Interview für das IFA-Radio gegeben und die hatten die Nachrichten um 15 Uhr. So, da habe ich schon mal mitbekommen, was auf der Welt passiert ist. Aber ich habe natürlich auch mein mobiles Telefon dabei und es ist schon so eine Angewohnheit, immer mal reingucken, ist irgendwas passiert, Tagesschau-App, aber auch einfach andere Zeitungsseiten, Twitter natürlich auch oder Facebook. Das ist schon sowas, was mich den ganzen Tag begleitet. Ich will schon immer wissen, was los ist. Sie haben ja beim Lokalradio angefangen in Ostwestfalen. Können Sie sich irgendwann vorstellen, wieder zum Radio zurückzugehen? Ich liebe Radio. Also ich wünsche mir, dass ich irgendwann wieder Radio machen kann, weil ich einfach Radio von der ganzen Art und Weise klasse finde und da ja auch fast 10 Jahre war. Deswegen schließe ich das gar nicht aus. Würde ich gerne machen. Viel Spaß noch hier. Dankeschön.